Weiter geht's in unseren Motel. Lieferung kommt gerade an. Wir haben so ein paar Sachen noch bestellt, die wir brauchen. So, ich habe einmal hier hin. Und wir werden uns zum großen Teil selber darum kümmern wohl. Ein Kunde, Motel. Moment, ich komme. Fängt ja wieder gut an. Ja, einmal schnell rüber. So. Im Moment habe ich kein Zimmer frei, so viel ich weiß. Doch, ich habe ein Zimmer frei hier. Will es auch relativ lang haben. Hier ist der Schlüssel. Bitte schön. Jawohl. So, heißt für mich aber jetzt wieder. Gucken die Räume. Das dauert noch. Wir machen das Motel zu erstmal. Obwohl, wir haben jetzt ein bisschen Geld. Bin am Überlegen, was wir machen. Bin am Überlegen, was wir machen könnten. Passives Einkommen mit Werbung erzeugen. Das wäre eine Möglichkeit. Und da können wir noch ein, zwei, drei Ständer quasi holen, ne? Ich vom Beliebtheit des Motels ab. Ist die Frage, ob das Motel dafür auf sein muss. Ich habe die Werbung fürs Motel. Nee, wir machen was anderes. Wir gehen auf Upgrades. Entweder upgraden wir das Geschäft jetzt. Oder wir upgraden ein Motelzimmer. Ah, die Tanke wird schwierig. Geschäftsparkplatz, Mitarbeiter. Werbung, ja, aber es ist zu teuer. Ist die Frage, ob wir das Geschäft upgraden. Ne, ich glaube, ich mache das Hotelzimmer. Dass wir da mal ein bisschen größer werden. So. Weil da müssen wir gleich noch Sachen bestellen, wenn wir genug Geld haben. Und dann können wir das einrichten. Dann wäre das sehr nice. So, ein bisschen was haben wir an Geld. Hier sieht es wieder aus. So, aber wir warten noch, bis wir es einrichten. Ich treffe nie. Weil wir räumen jetzt erstmal die Waren hier ein, die wir da noch bekommen haben. Da sind so einige Waren für den Shop, die wir noch einräumen müssen. Waren wir die, ich glaube, da oben. Ich vergesse immer wieder, wie es geht. Mit E natürlich. So, rein da. Wie gesagt, erstmal das einrichten, machen, tun. Dann haben wir noch ein paar Kekse. Muss auch erstmal nicht schön sein. Das muss erstmal laufen hier, ne? Haben wir die Kekse irgendwo? Das sind die Crackers. Da hatten wir Platz. Wie sieht es hier aus? Da unten, ne? Die sind es, glaube ich. Wenn nicht, egal, dann sind sie jetzt erstmal da drin. So. Was hatten wir noch geholt? Wir hatten noch ein paar Chips geholt. Wie konnte man das denn stapeln? Ich weiß es gar nicht. Ist egal. Was haben wir hier? Stromausfall oder was? Egal. So, wo kamen die Chips hin? Chipsregal hatten wir hier, glaube ich, irgendwo, oder? Sind die dunklen Chips hier? Ich komme hier rein. Die Barbecue. Ich guck gerade mal was, weil. Ah ne, kann sein, dass es einfach nur hell geworden ist. Ja, okay.
So, wir brauchen ordentlich Geld für die Zimmereinrichtung, damit das wenigstens läuft. Und dann können wir wieder ein Stückchen ausbauen. Der Shop wird auf jeden Fall auch später ausgebaut. Wir müssen nur gucken, wann. Ah, da unten kommt es rein. Passt nicht. Ah, dann hier rein. Sind anscheinend zu groß. Okay. So, die Kisten hier mal weg. So, was hat er noch an Geld hier? 57. Hier ist auch noch ein bisschen reingekommen, ne? Reichen 500 für ein Zimmer? Um das fertig zu machen. So, wir müssen mal schauen. Zimmer 4 ist ja. Ah, ne, Zimmer 4 ist das neue. Ja, klar. Lieferung. Ausstattung. Wir brauchen. Wir machen Doppelbettzimmer. Bettlaken. Ich gebe aber alle keinen Bonus. Können wir auch das Weiße nehmen? Decken, geben die Bonus. Ja. Dann zwei schöne, hochwertige Kissen. Türen. Das sind ja richtig gute Türen. Aber die sind mir ein bisschen zu teuer, wenn ich ehrlich bin. Wir nehmen zwei von den Türen hier. Dann nehmen wir zwei Deckenleuchter. Nehmen einmal die hier. Dann brauchen wir die Badewanne. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Dann nehmen wir das normale Badewannenzeug. Handtücher. Ja gut, Handtücher ist jetzt nicht so, bringt aber richtig Geld. WC nehmen wir auch. Das normale Toilettenpapier habe ich, glaube ich, noch. Aber ihr könnt es mal nachbestellen, sicherheitshalber. Heizgerät, einmal den. Jetzt sind wir schon rüber. Das heißt, wir müssen gleich gucken, was wir davon wegmachen und was nicht. Vielleicht machen wir auch ein Einzelzimmer raus. Ich weiß es noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Halterungen noch. Und zwar den Toilettenpapierhalter und den. So, und wir brauchen auf jeden Fall größeren LKW, ne? Okay. Wir könnten ein Einzelzimmer draus machen. Das würde uns. Ja, das würde funktionieren, ne? So wie es ist. Ja, dann machen wir es erstmal so, machen ein Einzelzimmer draus. Und dann müssen wir später weitergucken. So, wir können auch nochmal, fällt mir gerade ein. In der Verwaltung beim Personal gucken. Das ist okay. Werbung. Holen wir im Moment nichts ab. Sehr wahrscheinlich, weil das Hotel zu ist. Machen wir das Hotel mal an. Dann gucken wir mal, ob da werbungstechnisch was funktioniert. Benzin haben wir noch, ne? Benzin haben wir noch. Ah, nicht mehr viel. Heißt, wir sollten jetzt Benzin noch reinholen. Hier läuft irgendwo eine Katze rum im Spiel. Ich weiß nicht wo. Aber die maut ganz schön. So. Dann lasst mal schauen. Wir können jetzt den Kraftstoff nachbestellen. Ein bisschen. Wir haben 250. Haben wir das auch schon mal. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch sauber machen mal. Gucken, dass das Zeug fürs neue Zimmer kommt. Aber wir haben vergessen, die Böden zu holen, ne? Ah, hoffentlich haben wir noch genug Böden.
Wenn nicht, müssen wir nochmal eine zweite Lieferung gleich kommen lassen. Dann ist das so. So, hier ist aber alles soweit sauber. Alles super. Das passt schon ganz gut. Ein bisschen Benzin hat er noch, aber da kommt der Tankwagen schon. Das ist super. Warum machen die hier drin immer so viel Schmutz? Verstehe ich nicht. Hier liegen Sachen, die kein Mensch braucht, weil die wir überhaupt nicht verkaufen. Oh, der Shop macht aber guten Gewinn teilweise, ne? Der macht echt guten Gewinn teilweise. So. Lieferung kommt gegen 18 Uhr, dann haben wir uns so lange noch mal aufs Ohr. Gucken wir mal, dass wir noch ein paar Einnahmen haben. Stromausfall, ja super. Stromausfall, Lieferung. Was soll denn das? Gehen wir einmal schnell Benzin holen. Ich weiß nicht, ob beim Stromausfall die Tanke funktioniert. Sieht nicht so aus. So, und an wieder mit den ganzen. So. Ja, Motel, ja, Lieferung, ja, alles gleichzeitig. Ich muss jetzt warten. Kann sein, dass da einer auschecken möchte. Oh. Durchaus möglich. Ich stelle jetzt erstmal alles nach draußen. Schon wieder Stromausfall? Warum das denn? Was soll denn das? Noch hier noch am Ausladen. Kann doch nicht anschauen, mit Stromausfall kommen. Na, setz doch die Toilette mal bitte ab. Die Vorhänge. Bessere Handtücher. Ich habe sowieso ein bisschen was vergessen zu bestellen. Von da aus müssen wir gleich gucken. Ja, guck mal, hier staut es sich. Wir haben ordentlich zu tun, aber Stromausfall. Hä? Warum? Geh doch an, Generator. Geh doch einfach mal an. So, was ist mit Ihnen? Einen Moment Geduld. Und mit Ihnen hier? Für zwei Personen habe ich leider kein Zimmer. Das kann ich direkt sagen. Für zwei Personen habe ich momentan nichts. Jetzt müssen wir mal ein paar Sachen hier drauflegen, die wir mitnehmen wollen, schon mal. So. Kriege ich das da nicht mehr drauf? Okay. Wir sehen zwar nicht, wo wir hinfahren. Na! Aber ist ja egal. Eieieiei, hier sieht's aus. Komisch, vorher kein Raum da gewesen, aber sieht aus wie unter aller Sau hier. So, schnell sauber machen hier.
Hotelzimmer, die werden sowieso gleich gehen. Also die für das Hotelzimmer hier. Das schmeißen wir einfach mal schnell raus. So, dann setzen wir schon mal Türen ein. Hallo? Da habe ich die Lampen nicht mitgenommen. Ja, Ding Dong, ihr geht sowieso, weil ich habe keine Zeit, euch gerade mal hier aus. Das checkt jemand aus. Ich habe kein Zimmer, tut mir leid, dauert mir zu lange. Wir könnten, weiß nicht, ob das funktioniert. Hier sagen Haushaltsführung. Einen Moment Geduld. So, was haben wir bei ihr? Für zwei haben wir sowieso kein Zimmer. So. Ja, Ding, 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 du mich auch, Ding, Ding, Ding. Lass mal gucken, haben wir. Wo haben wir denn Böen und so? Hä? Wo haben wir denn die Böden? Haben wir gar nicht. Die müssen wir uns so holen. Okay, die Heizung können wir auch schon mal aufhängen. Halt, das ist kein Problem. So, Bett holen wir gleich auch. Wir holen aber jetzt erstmal, ich meine, ich hätte doch noch Böden. Ja, hier, Holzböden. Ich hoffe, das reicht. Ich sehe schon kommen, dass es nicht reicht. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Auch für die Wände haben wir eigentlich zu wenig Zeug mit, ne? Lampen können wir mitnehmen. So, das nehmen wir mit. Wir lassen noch irgendwo drauf. Natürlich. Ah, passt. Wunderbar. Toilettenpapier räumen wir hier ein. Das ist nichts, was ich jetzt mitnehmen muss. Na? Nein. Ah, die können wir aber mit F rausholen später. Das ist nicht das Problem. Ich sehe, wir haben da noch Chips. Warum haben wir da noch Chips und warum sind die nicht eingeräumt? Ja. Kann ich das Bett, wenn ich es hier reinstelle, das will ich mal ausprobieren, wenn ich es hier reinstelle, später abrufen? Ja, Geschäft läuft gut, Motel, naja. Ach, schon leer. Das wird nicht reichen, ne? Das wird sehr wahrscheinlich nicht reichen, nein. Ich weiß nicht, ist das Wände, ist das Decke? Das ist Decke. So, ich glaube, wir machen aber erstmal das Licht rein. Ich sehe ja gar nichts mehr.
Besser. Also, wir werden noch was kaufen müssen, definitiv. Wir werden für die Decke kaufen müssen. Und oh, wenig Kraftstoff. Dann sollten wir da gleich mal gucken gehen. Das ist Wand. Okay, da müssen wir auf jeden Fall das ein oder andere noch kaufen. Das Becken können wir auch schon mal setzen. Dann können wir setzen, ich glaube, den Halter, das ist okay. Dann können wir auch da hinsetzen. Ist egal, ob der da oder da ist. Das ist nicht das Problem. So. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Badewanne. Ah, okay, die können wir noch nicht setzen, weil da müssen wir echt noch gucken. Ich kann aber das Bett schon mal rausholen. Und schon mal hier aufs Bett. Oh, das ist ein Doppelbett, ne? Sehe ich gerade. Heißt, wir müssen auch noch einmal Decke und Co. bestellen. Okay, heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir das Geld haben. Damit wir Kraftstoff nachbestellen können und Decke und Co. und hast du nicht gesehen? Oh, 250, gut. 400? Okay. Langsam läuft's. Langsam läuft es. So, im Moment habe ich kein Zimmer. Ne, wir warten auf gute Zeiten. Lieferung, Ausstattung. Heißt, wir brauchen noch einmal. Den hatte ich, glaube ich. Und als Decke hatte ich den. Nehmen wir jetzt einfach den. Das heißt, wir brauchen noch ein Kissen. Das ist das hier. Wir brauchen, das läuft unser Baumaterial, ne? Wände. Ach, ich weiß gar nicht mehr, was wir da hatten. Böden hatten wir. Ich meine, es wäre der hier gewesen. Wir holen einfach mal für Böden, für die Decke war es der hier. Haben wir auch schon fürs nächste Zimmer vielleicht. Und für die Wände kann es euch echt nicht mehr sagen. Da müsste ich jetzt noch mal lostigern und gucken. Wir holen erstmal das. Wenn davon noch. Können wir Werbung ein bisschen abholen? Jawohl, Werbung können wir auch noch ein bisschen holen. Wir haben noch keinen Schrank und so, ne? Wir haben keinen Arbeitsplatz, wir haben keinen Tisch, wir haben einfach nur was zum Pennen da. Schwierig. Badezimmerartikel. Ich sehe aber auch nicht, ob wir da irgendwas vorrätig haben, ne? So. Pass auf, wir gucken mal, was wir da noch brauchen. Was war's? Das war so. Ach, mit diesem Blümchen-Rautenmuster. Ja, jetzt kommen die hier wieder und ich habe keinen Platz. Thanks. Zur Kasse, okay. Ja, muss jetzt gerade warten. Räume nicht bereit. Wird aber jetzt gleich fertig gemacht, gehe ich von aus. Ausstattung, Baumaterial, Wände, Blümchen-Rautenmuster. Das hier, ne? Das müsste das sein.
So, nee, die ist zu kurz da, die will ich nicht. Ich habe kein Zimmer. So, Räume nochmal gucken. Schmutzig, schmutzig. Macht die Dame denn das, was sie soll? Haushaltsführung? Ja, macht sie. Für 12 Stunden? Ne. Ich sah auch kein Zimmer frei. Für 12 Stunden ist hier kein Zimmer frei. Das ist zu wenig. So, was ist mit dir? 36 Stunden. Nimm mal kurz einen Moment Platz. Das schauen wir uns gleich an, mein Freund. Ich weiß nicht, was sie noch möchte. Sie möchte für zwei. Okay, ich sage jetzt einfach mal kein Zimmer frei. Und dass wir noch ein bisschen Geld hier einsammeln. Oh, ja. Was ist denn jetzt auf einmal hier los? Warum ist denn hier nichts mehr? Nichts mehr zu tun. Bei dir aber, dann reicht das sehr wahrscheinlich für die Bestellung. Das sollte doch dann reichen, oder? So, reicht gerade so. Wir bestellen. Kommt gleich. Schau mal kurz. Kann ja schon mal die Schlüssel von der 3 da hinlegen, mein Freund. Die ist aber noch nicht fertig. Fehlen notwendige Materialien. Okay, und es ist dreckig. Ich muss es auch noch waschen, sauber machen gehen. In der 3, sie holt jetzt das ganze Zeug hier. So, wir machen mal schnell hier. Putzen in der Zeit mal schnell. Haushaltsführung ist halt teuer, ne? Das kann ich dir auch nicht immer machen lassen. So, wie sieht's aus? Ist fertig? Bettdecken und Decken braucht sie. Ja. Er wartet ja noch eine Minute. Derzeit machen wir nochmal schnell hier ein bisschen sauber, weil das sieht aus hier. Warum nimmt er die Flasche nicht? Nein, nimmt er nicht. Müsste auch wieder Sachen für den Shop bestellen eigentlich, ne? So. Hat sie jetzt fertig gemacht oder wie sieht es jetzt aus? Immer noch nicht. Ah, kann es sein, dass das Zeug erst noch waschen muss? Okay, wir haben genug potenzielle andere Kunden da. Dann müssen wir gerade mal ein bisschen warten. Sammeln gleich weiter das Geld ein. 5 Leute im Motel. Ob das Motel so beliebt ist? Das war zu weit geworfen. Das war zu weit geworfen. Rein da. So, und gleich kommt die Lieferung. Haben wir keine Decken mehr? Der geht jetzt. Ja, super. This is crap. Haben wir keine. Da mache ich folgendes. Sie hat jetzt das Zimmer bezogen. Das ist der Fehler. Okay. Mach doch erstmal das Zimmer, damit wir. Damit wir da weiterkommen. Da fehlt noch Sperrenbettlaken. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir hier wieder.
Schon wieder Stromausfall. Läuft. Hier ist der Schlüssel. Bitteschön. So, jetzt kümmern wir uns nochmal schnell um den Strom. Ja. Machen wir in der nächsten Folge, machen wir dann den Rest weiter. Okay, wir haben gar keine Waren mehr. Wir haben gar keine Waren mehr. Was soll denn das? Jetzt kommt noch die Polizei. Also mit der Lieferung, ist die schon da? Nein, die kommt jetzt gleich. Da kommt sie. Da kommt die Lieferung. Komm, mal schneller, mein Freund. So, ich packe jetzt noch aus und dann machen wir das Zimmer in der nächsten Folge fertig, würde ich sagen, und vermieten das. Jawohl, auf geht's. Bis denne. Tschüss, tschüss.